Hier haben wir die Fisheye 2 von Lomo. Die werde ich Ihnen jetzt hier in dem Video mal so ein bisschen im Detail vorstellen. Im Lieferumfang enthalten ist auch eine kleine Handschlaufe, damit man die Kamera tragen kann. Die ist hier an der Seite befestigt. Ich habe das mal gerade eben gelöst, damit das Ganze hier nicht gleich bei dem Film hier so ein bisschen einfach dann so durch die Gegend fliegt. Und an dem anderen Ende hier ist eine Objektivkappe, so ein Silikonmaterial. Das sollte man auch immer dann, wenn es geht, hier vorne drauf haben, weil die Kamera nicht benutzt. Aber auch ganz wichtig, natürlich abnehmen, wenn man Fotos macht. Ich mache die jetzt mal runter, wie gesagt, damit das hier nicht einfach alles so rumbaumelt. Wenn wir uns die Kamera anschauen, dann sehen wir also hier vorne das Objektiv logischerweise. Und hier oben haben wir einen Aufstecksucher, ne, der also halt eben das in etwa abbildet, was die Kamera auch aufnimmt. Da kann man also vor der Aufnahme immer hier hinten reingucken und kann sich dann so einen Überblick schaffen, halt eben so, was das denn jetzt für einen Effekt gibt. Die Kamera bildet hier in einem Winkel von 170 Grad ab. Das ist also schon ein richtiges Fischauge, Fischei, und das sieht dann auch ungefähr so aus. Wenn wir hier mal so Beispielbilder haben, da ist ein kleines Büchlein bei, da kann man auch sehen, halt eben so, was da für ein Bildausschnitt drin ist und wie Fischaugenaufnahmen auch mal so aussehen können. Ne? Also man nah rangeht und weiter weg ist und so weiter. Dieses Buch ist übrigens mit im Lieferumfang dabei. So, dieser Aufstecksucher ist natürlich dann eine feine Sache, da man halt im Vorfeld schon mal gucken kann, wie das alles so aussehen wird. Während des Transportes natürlich ist es auch sehr sinnvoll, dass man den also abmachen kann und kann den halt in die Hosentasche stecken, je nachdem, wo die Tasche dann ist. Ist natürlich so auch leichter zu verstauen als halt eben mit Aufstecksucher. Den machen wir jetzt trotzdem mal eben wieder rauf. Das ist natürlich ein ganz herkömmlicher Blitzschuh hier oben übrigens auch. Da können Sie auch natürlich ganz normalen Blitz verwenden. Apropos Blitz. Die Kamera hat auch einen eingebauten Blitz. Den kann man hier unten an diesem Schieberegler aktivieren, wenn man ihn anmacht. Und wenn die Kamera dann gespannt ist, dann löst er logischerweise auch aus. Ich mache das jetzt mal eben. Zack, ich hoffe, das kann man jetzt hier auch einigermaßen sehen, bei den ganzen Strahlern, die auf uns gerichtet sind. Ja, ich denke mal, da kann man sehen, da wurde jetzt gerade geblitzt. Und hier unten natürlich, dann kann man das Ganze auch dann wieder deaktivieren. Dann haben wir auf der Oberseite hier einen kleinen Schieberegler. Dazu gehören die Buchstaben für L, N und B. Das ist eigentlich ganz einfach zu merken. Wir haben also hier einmal die Einstellung L für Lock. Also das heißt, dann ist alles gesperrt. Dann kann ich auch den Auflöser hier, den kann ich also nicht bewegen und die Kamera kann nicht ausgelöst werden. N ist dann für normal, ne? Normal, ganz normal halt die Kamera betätigt werden kann. Und B steht für Bulb. Das ist dann die Langzeitbelichtung. Das heißt, solange ich jetzt hier den Auslöser drücke, solange bleibt auch der Verschluss auf, ich lasse den Auslöser los und der Verschluss geht wieder zu. Das ist also das, was sich hier oben befindet. Sehr schön daran ist halt eben auch die Position Lock. Wenn man das Ganze dann in der Fototasche hat, kann die Kamera nicht aus Versehen hier dann ausgelöst werden und das Bild ist dann weg. Wir haben dann hier hinten auf der Rückseite das ganz normale Aufspulrad hier, wo also der Film dann aufgespult wird, ganz wichtig. Dann haben wir hier einen Schalter für Mehrfachbelichtung. Das ist sehr clever gelöst. Also dieser Schalter macht nichts anderes, als dass er halt eben den Verschluss spannt. Das heißt, ich spanne den Film, mache mein Foto, löse aus und möchte halt eben noch eine zweite Belichtung drauf machen. Dann wird der Film nicht hier mit, der Verschluss normalerweise wird er mit dem Rädchen gespannt. Das lassen wir dann einfach mal weg. Der Film bleibt an der Position, wo er ist. Und dann wird hier mit diesem Regler, mit diesem Schiebehebel, zack, der Verschluss einfach gespannt. Und dann kann man auslösen. Und wenn man noch eine zweite Aufnahme machen möchte oder vielleicht noch eine dritte, zack, jetzt habe ich drei Bilder auf einem Film sozusagen, auf einem Bild gemacht, dann kann man das hier oben dann einfach bewegen. So, ich denke mal, ich habe im Großen und Ganzen so eigentlich alles erklärt. Hier haben wir dann nochmal die Rückspulkurbel, auch ganz normal, ne? Wo man den Hebel einfach hoch macht, wenn der Film ist, und dann kann man den Film zurückspulen. Dafür haben wir hier unten dann aber auch nochmal das Batteriefach für den Blitz. Das auch mal kurz eben zeigen. Kommt dann so eine ganz normale Batterie rein, plus nach unten. Wird hier einfach dann wieder zugemacht. Wie gesagt, ist also für die Batterie erforderlich, dass man da halt eben auch dann blitzen kann. Und dann haben wir hier das Bildzählwerk auf der Oberseite, wo dann auch halt eben der Anzahl, also welcher Film, welche Filmnummer ich gerade habe von den 36, die ich hier belichten möchte. Ja, so gesehen ist das jetzt hier alles, was ich Ihnen zeigen kann. Macht irre Spaß, mit dem Ding Fotos zu machen, auf jeden Fall. Und das ist natürlich auch nicht jedermanns Sache, aber darum geht es ja auch gar nicht. Das ist ja jetzt auch nur für die Leute gedacht, ne, die da richtig Lust drauf haben und die Bock haben, solche Bilder zu machen. Dieses Buch, was da mit bei ist, wie gesagt, da stehen auch ein paar nette Sachen drin und da sind auch sehr viele Bilder drin, die man sich halt eben angucken kann. So Bildbeispiele, da kann man sich ein paar Inspirationen holen. Da ist man dann auch von Anfang an nicht direkt so irgendwie im Regen stehen gelassen und dass man so ungefähr erstmal einen Film verschießen muss und gar nicht genau weiß, was da eigentlich passiert. Dazu gibt es noch eine Menge Text, wo auch ein paar lustige Sachen drin stehen. Ist allerdings auf Englisch, muss man dazu sagen.
nicht auf Englisch ist, beziehungsweise auch auf Englisch in 1000 anderen Sprachen, ist natürlich auch eine Bedienungsanleitung, die dazugehört. Und dann haben wir hier noch so einen kleinen Flyer. Das ist so ein Poster, wo halt eben nochmal so, auch ein paar Fotos drauf sind und noch so ein paar Sachen macht, so ein paar Tipps auch in Englisch halt eben enthalten sind, wie man das Beste hier aus der Fisheye 2 rausholen kann. Das Ganze ist lustig verpackt, haben Sie am Anfang gesehen, das Buch gehört dazu, das Poster und wie gesagt auch die Anleitung hier in deutscher Sprache.